Auf dem Papier werden die Löwen ihrer Favoritenrolle schon mal gerecht. Optimaler Saisonstart, 2 Siege aus den ersten beiden Spielen, 12 Treffer erzielt. Die Leistung gegen 2 schwächere Teams der Oberliga West aber bei weitem noch nicht konstant gut. Nach dem Heimsieg gestern gegen Hamm bestand für den neuen Frankfurter Trainer Tim Kehler erstmal Redebedarf. Angesichts der 6 eingefahrenen Punkte am ersten Wochenende aber kein Grund in Panik zu verfallen. Es ist das erste Wochenende im Oktober. Es gibt viel, viel mehr Spiel, viel Zeit für unsere Spielverbesserung. Und ja, es ist, wir sind glücklich mit den 6 Punkten Wochenende. Lenny Gehr verdiente sich mit seinen beiden Treffern die neue mannschaftsinterne Auszeichnung als Spieler des Tages, so wie man es aus der NHL kennt. Doch der Reihe nach. Nach dem mühsam erkämpften Auswärtssieg bei Aufsteiger Herne, der mit 7:2 zu deutlich ausfiel, mussten die Frankfurter im ersten Heimspiel gegen Hamm erstmal einem Rückstand hinterherlaufen. 0:2 bereits nach 11 Minuten, das schmeckte auch dem neuen Sportdirektor Rich Czernomatz nicht. Doch die Löwen steckten das vor 3.800 Zuschauern leicht weg. Nils Liesegang mit dem Anschlusstreffer 2 Minuten später. Im zweiten Drittel drehten die Hessen dann die Partie. Lenny Gehr mit seinem ersten von 2 Treffern zum Ausgleich. Und gleich mit der nächsten Aktion Neuzugang Mark Wittfort im Stile eines Abstaubers mit der Führung. Erstmals bejubelt auf der neuen Leinwand, das gab es selbst zu DEL-Zeiten nicht. Und noch vor der Pausensirene Chris Stanley mit dem 4:2. Allerdings noch nicht die Entscheidung. Herm ist eine gute Mannschaft, viel besser als letzte Saison. Sie haben sehr gut gespielt zu Hause am Freitag gegen Kassel. Da haben einen Punkte kassiert gegen Kassel. Und ja, es war nicht ein perfektes Spiel bei uns. Ich glaube, die zweite Drittel war sehr stark, aber die dritte Drittel, wir waren ein bisschen passiv. Wir mussten mehr Gas geben und spielen bis Ende, zum Ende spielen. Die Eisbären sollten durch Ex-Bad Nauheimer Michael Maaßen noch einmal herankommen. Und selbst nach Lenny Gehrs zweiten Treffer des Abends herrschte immer noch keine Klarheit. 5:4 gewinnen die Löwen am Ende knapp ihr erstes Heimspiel. Bei 100% sind die Aufstiegsfavoriten noch nicht. Vielleicht nur 75%. Wir haben sehr gut gespielt für 60 Minuten. Es gibt Spiele, wo wir haben viel, viel zu lernen. Und es ist ein Work in Process. Und wir wollen nicht unser bestes Eishockey in Oktober spielen, aber in März und April, das ist wichtig. Nicht so, jedes Spiel ist wichtig, aber mehr am Saisonende als im Oktober. So, ja, wir sind eine sehr stolze Gruppe und wir arbeiten sehr hart im Training und hoffentlich nächste Wochenende wir spielen noch besser. Am Freitag kommt es bereits zum Rückspiel gegen Hamm. Am Sonntag kommt dann Königsborn mit dem ehemaligen Frankfurter Trainer Frank Gentges in die Eissporthalle.